Mahlzeit, Freunde. Willkommen zurück bei Skull & Bones. Und Season 3 begonnen. Und damit gibt es natürlich auch neue Bounties, neue Gegner, neue Events. Und da zum Beispiel haben wir genau das. Glorreiche Tugend ist ein neuer Bounty. Und da müssen wir Li Tianning versenken. Und das werden wir jetzt mal machen. Ich habe zwar noch nicht um Hilfe gerufen, weil Stufe 11 dachte ich mir so, na, probieren wir mal. Aber der Bre hatte schon Bock und war schon neben mir. Wäre mal ganz cool, wenn mich mal jetzt durchlassen soll, als Kumpel. So. Es gibt nicht auch eine neue Schiffart. Die sehen wir jetzt genau gerade vor uns. Ne? Das sind diese asiatischen Schiffe. Kennt man aus den ein oder anderen Filmen, sag ich mal. Ne? Und kann man dann auch den Bauplan für bekommen und selber bauen. In einigen Missionen muss man die auch spielen. Also bekommt sie gestellt, aber tut jetzt nicht zur Sache. Hier geht es jetzt so um unseren neuen Captain, den wir jetzt natürlich versenken wollen. Neue Items gibt es natürlich auch und ach, alles ein bisschen neu, alles ein bisschen besser. Aber wie gesagt, es geht um den Bounty und wie ihr seht, es ist nicht wirklich schwer. Um es aber Namen zu nennen. Wir sind Stufe 13, unser Mate ist Stufe 13. Und sie ist Stufe 11, aber trotzdem, um reinzukommen ins Game und in die Season und alles drum dran, kann man das natürlich machen. Ich bin jetzt auch freigetreten, auch so. Wenn ich so jetzt schon ganz halt. Achso, es hat keinen Schaden gemacht, natürlich. Gut, das spiele ich mit der Verstärkung, das kennen wir ja alle, ne? Das haben die anderen Kollegen ja auch gemacht, dass wir nichts alleine machen konnten. Aber ich brauche mich nicht beschweren, weil wir kämpfen ja auch zu zweit. Nee, ich möchte bitte meine. Oh mein Gott. Der hat original nicht, na, aber wir sehen. Sie ist quasi tot. Also das Schiff ist quasi kaputt und sie geht jetzt bitte unter. Ja, da sehen wir es auch nicht richtig schon Bildchen, ne? Li Tianning eliminiert. Zack. Nein, ich möchte. Ja. Was ich halt bloß doof finde, ist, man sieht halt nicht mehr, dass man alles eingesammelt hat. So, jedenfalls, Freunde, müssen wir natürlich mal gucken. Das haben wir gerade bekommen. Banner des Game Drachen. Mhm. Wahrscheinlich werden uns dann die anderen Kollegen davon jagen. Aus, okay. Als Sofa haben wir Drachenkopf. Material, okay. Kann man machen. Ah, nee, das ist exotisches Material. Okay. Und ganz wichtig, hier. Truhe der Drachenklaue. Die ist jetzt neu. Öffnen wir mal und bekommen 8er Stücke. Ganz wichtig. Panzerglas. Kaiserjade. Damit können wir bei Blackwood, hieß er. Ne? Hier Tooling, sein Handlanger. Können wir dafür Sachen kaufen. Und halt diesen Silber. So. Hier haben wir dann noch den Opiumbeutel. Den müssen wir halt abgeben, um den Bounty abzuschließen. Und ich würde sagen, ihr wisst Bescheid, Freunde. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.